Fröhliche Weihnachten und herzlich willkommen zurück zu Mist Survival, der letzten Folge dieser ersten Staffel. Ich habe mich ein bisschen ausgerüstet, gegessen, getrunken haben wir auch und ich hoffe, das wird alles reichen. Ich habe gerade schon einen ersten Versuch mit Aufnahme hinter mir, aber den kann ich einfach nicht hochladen. Wir haben so verkackt. Wir haben so dermaßen verkackt, Leute. Ah, ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen mehr Glück. Der scheint sich da festgebackt zu haben. Ja, der backt, der backt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich hoffe nur, dass er nicht gleich auf uns zugerannt kommt. Aha. Okay. Ja, gut, dann. Na, das ist ja extrem viel Schaden, den wir damit verursachen mit Pfeilen. Ich kann ein bisschen Silber ziehen. Ja, das ist echt viel. Naja. Versuch war es wert, Leute. Versuch war es wert. Wenn ihm damit ein bisschen pieksen. Aber vielmehr werden wir bei ihm auch wohl nicht verursachen. Ja, so. Gut. Hunting Arrow. Jagdpfeile, mal gucken. Na, viel mehr Schaden machen die auch nicht. Alles klar. Gut, dann werden wir mal switchen auf diese Waffe. Die bringt allerdings auch nicht so viel wie erhofft. Wie man sieht. Jeder Schuss ein Treffer, aber sie ziehen so wahnsinnig wenig ab. Außerdem, der hat auch noch Kollegen. Wenn er zusammenbricht, dann kommen auf einmal Kollegen von dem, diese ranzigen Nachbarn, die fragen bloß, wo die herkommen hier. Mal ein bisschen aufpassen. Das wäre ganz gut, wenn wir nicht alles in da reinschängeln. Wegen der Nachbarn. Oder dass wir vielleicht mal irgendwo mal einen Platz suchen, wo die Nachbarn nicht unbedingt drankommen. Da vielleicht drauf. Könnte man auch versuchen. Kriege ich meine Pfeile wieder? Wäre toll. Nein. Oh Gott. Oh Gott, das habe ich mich aber erschreckt. Okay, der backt. Ich weiß nicht, wo dran, aber er backt. Finde ich sehr toll. Extrem nett von ihm, dass er hier rumbackt. Was hast du denn? Ach, dabei soll man zielen können. Und der Halsbalken, der wird sich auch extrem verändern. Leider. Kommt mir so vor, oder jetzt backt er sich gerade so ein bisschen. Das wäre echt nicht so toll. Wir können natürlich auch mal hinter denen, ne? Können wir auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir ihn von hinten ein bisschen mehr Schaden verursachen. Wäre natürlich grandios, aber eher unwahrscheinlich. Aber wir probieren einfach. Ja Mensch, das ist ja toll. Ich habe da zwischendurch schon mal versucht, ein bisschen Waffen zu probieren, also Munitionstypen auszuprobieren. Und dabei habe ich tatsächlich festgestellt, dass die Granaten, dass die entweder zu dünn sind zu verwenden oder die einfach noch nicht verwendbar sind. Und dass Schrot die beste Waffe gegen den ist. Aber ihr seht ja, wir müssen schon das x-te Mal jetzt nachladen, das zweite oder dritte Mal jetzt nachladen, das zweite Mal. Jetzt immer noch nicht genug runter. Naja. Und der Halsbalken ist noch sehr, sehr lang. Leider. Und er braucht so lange zu nachladen, Mann. Warum? Wir können natürlich auch mal hier in Arsch einen reinsammeln, ne? So ein Jagdpfeil, warum nicht? Kann man mal versuchen. Vielleicht bringt ja was. Naja. Ich frag lieber nicht, was er damit jetzt macht da drin, aber gut. Nee, die bringen gar nichts. Die bringen nichts. Ja, also ihr könnt natürlich auch noch damit versuchen. Warum auch nicht? Jetzt ziehen die mal ihm. Hallo? Okay, Loot. Wir können looten. Warum weiß ich nicht? Ah, guck einer an. Gut, wir verursachen einem Schaden, aber der ist nicht so wahnsinnig groß. Dauert so
Ewigkeiten, bis der mal rund down ist. Das ist so ätzend, so schäbig. Dabei will ich doch bloß eine Blaupause. Sollen wir angeblich eine Blaupause dabei haben für Dinge, die wir noch nicht bauen können? Naja. Ich bin gespannt. Es gibt jetzt aber auch keinen Punkt, wo wir eben am meisten Schaden verursachen, ne? Irgendwie so ganz und gar nicht. Wir ziehen eben langsam aber sicher Health ab, aber naja. Achso, man muss übrigens nicht mehr die Maustaste 1 drücken, man kann die gedrückt halten, dann zieht er in 1 durch, wie ich das jetzt auch mache. Ja, Naja, das Spiel ist noch Early Access und ist noch nichts gebalanced. Überhaupt nichts. Ja, nein. Und glaubt mir, Leute, ich wünschte, es wäre schon gebalanced worden, aber... So, jetzt haben wir keine Stamina mehr. Das finde ich gerade nicht so toll. Ja gut, wir könnten uns auch ein bisschen ausruhen, könnten wir machen, aber warum? Warum sollten wir das tun wollen? Wir schenken ihm noch ein bisschen ein hier, ein bisschen Bleigießen. Bleigießen mit dem Berserker bin ich. Nachladen. Ja, wenn das nicht mal alles so ewig und 3 Tage dauern würde. Ja. Wie man sieht hier, die Höhle ist auch noch nicht fertig, von daher, ne, die ist noch überall durchsichtig und durchlässig, das ist alles nicht so schön, das ist alles nicht so toll, aber gut. Na, ich weiß nicht. Jetzt könnte es sein, dass bald die Nachbarn kommen. Oh, dann sollte sowas natürlich hier nicht passieren, ne? Oh je. So ist das vielleicht schon besser. Ist klar. Keine Nachbarn? Viel toll. Finde ich gut. Keine Nachbarn? Also ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, beim heiligen Weihnachtsfest und dass es den Weihnachtsmann wirklich gibt, dass hier Nachbarn waren. Hier, ich höre sie doch. Wo sind sie denn? Oben irgendwo. Oder? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Na gut, was soll's, egal. Das soll uns auch völlig gleich sein. Das habe ich natürlich nicht bedacht, dass hier auch noch Nachbarn auch noch auftauchen. Es hieß ja, wir sind mit dem Berserker in der Höhle ganz alleine. Kann man irgendwie den Kopf ballern? Ah, das bringt auch nicht mehr. Na, ich weiß nicht. Ach, hier, da ist einer. Okay. Na, da könnte Pfeil und Bogen vielleicht was bringen. Schauen wir mal. So. Na toll, den Arm. Naja. Zack. Das war er. Aber hier muss noch irgendwo einer sein. Der ist doch hier hinter irgendwo. Der ist doch hinter der Säule hier irgendwo. Ah, da ist er doch. Okay, gut. Alles klar. Jetzt haben wir nur einen Standardpfeil, aber gut. Ja, das war es. Gut, alles klar. Sehr schön, jetzt sammeln wir uns erstmal wieder die Pfeile weg. Ja, Schießpulver hätten wir vor einiger Zeit gebraucht. Nämlich, bevor wir hier die ganze Munition gekraftet haben. Wie so ein Bekloppter, ey, Alter. Die Munition ist so wahnsinnig teuer. Ah, hier kein Pult. Ist schon mal gut. Wo sind meine Pfeile? Hier ist ein Pfeil. Ich habe doch 2 in den reingeballert. Wo ist der andere? Wo ist der andere Pfeil? Ich sehe nicht. Schön. Gut, aber wenigstens kriegt man einen Teil der Pfeile wieder. Finde ich wieder gut. Na gut. Dann, ja, natürlich. Natürlich habe ich fahren. Au. Müssen wir uns kurz ganz schnell einwickeln, bevor wir aus den Latschen kippen.
nicht so gut. Das passt mir gerade gar nicht. Warum muss der so hüpfen wie ein Frosch? Junge, 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 Junge. Okay, schön ruhig bleiben, Brauner, ne? Schön ruhig bleiben, schön stehen bleiben. Ja, guck mich an mit deinen leuchtenden Augen. Schöne Augen hast du. Echt hübsch. Jamie's Next Topmodel. Ah. Wie? Moment. Der ist hin. Der ist hin? Alter, Loot Berserker. Blaupause. Yo, Blaupause. Sehr gut. Und ja, gut. Wir stecken den einfach mal hier so ein paar Pfeile in seinen Wanst. Geil. Moment, das lassen wir erstmal alles rausfallen, damit sie auch liegen bleibt. Ja, 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 ja. Wie geil. Gut, Blaupause haben wir. Gleich mal speichern, 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 speichern. Save Game, Saving. Das ging jetzt schnell. Also scheinbar habe ich einen wunden Punkt bei ihm erwischt. Ich weiß nicht, welcher das war. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin froh, dass ich ihn getroffen habe. Ja, sehr schön. Ja gut, dann haben wir jetzt in weniger als 11,5 Minuten das geschafft, was ich vorher in einer halben Stunde nicht geschafft habe. Interessant. Hm. So, komm. Die trinken wir auch noch zur Feier des Tages. Ach ja. Nein, droppen will ich die bestimmt nicht. Also ich möchte auch noch nicht hier raus, weil wenn wir rausgehen, ist der gleich wieder da. Das nehmen wir mit, weil davon haben wir nicht so viel. Die nehmen wir mit, weil die waren echt scheißen teuer, diese Pfeile. Schießpulver auch gerne. Diese Pfeile sind so dermaßen teuer. Da lohnt sich auf jeden Fall das Mitnehmen. Wooden Arrow. Ja gut, die Holzpfeile sind jetzt nicht so teuer, aber die Brandpfeile sind teuer. Die sind extrem teuer und deswegen nehmen wir sie wieder mit. Ja, guckst du, ne? Ja, ja. Du. Okay, wir können ihm trotzdem weiterhin Schaden zufügen. Das ist interessant. Ein bisschen Muni haben wir noch. Wir pumpen den nochmal rein, ja? Wir schenken den auch gleich mal schön ein und dann gucken wir mal. Ich fress mich erstmal hier an dem Fleisch satt. Überleg, grübel, grübel. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Wir können ja durchaus nochmal hier nochmal einen Schrank. Da noch ein bisschen was auslagern. Das können wir durchaus machen. Da habe ich gar kein Problem mit. So, vorsichtshalber kommt die Blaupause da rein. Ich hoffe, die bleibt uns auch noch erhalten. Das wäre schön. Jetzt speichern wir nochmal. Vorsichtshalber, sicher, sicher. Ich hoffe, er liegt da noch. Ja, er liegt noch. Das ist gut. Da freue ich mich. So, jetzt wollen wir erstmal den ganzen Kreppel hier mitnehmen. Wenn wir hier schon ein paar Leute haben, die irgendwas liegen lassen, komm, dann nehmen wir den Scheiß auch mit. Ja, ich weiß, letzte Folge, erste Staffel, aber wir machen ja auch noch weiter. Ist ja nicht so, dass das war, ne? Das war es jetzt noch nicht. Nur, wir sind erstmal am Ende des Contents erstmal angekommen. Wir haben zwar nicht alles gebaut, aber wir müssen auch nicht alles bauen. Und, aber wir haben so ziemlich alles gesehen. Bloß keine Nachkommen zeugen. Missgeburt. So. Ja, aber wie man sieht, ich kann euch die Höhle mal zeigen. Ich habe es ja schon gesehen. Ich habe es schon komplett ausgelootet. Also hier ist nicht viel, aber hier ist ein Fahrstuhl. Und ja, und hier ist auch eine Alpha-Wand. Aber ich glaube, ich weiß, wo der Fahrstuhl hinführt. Da waren wir schon mal. Und zwar wo waren das? Ach ja, kurz vor der Militärbasis. Da war ja noch so ein kleines Areal, da war ein Fahrstuhl drin. Und hier ist auch ein Fahrstuhl. Ich habe eine Ahnung, dass der damit funktioniert, aber nur, wenn man den da vorher niedermacht, um diesen hier in Betrieb zu setzen. Ich glaube, so wird das kommen, Leute. Ich glaube, so wird das kommen. Ah, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich freue mich schon auf die zweite Staffel. Und ich hoffe, dass dann hier etwas mehr Erz hier auch zu finden ist. Und das, oder dass der hier zumindest ein bisschen weniger, also um einiges weniger Trefferpunkte aushält. Und zwar generell und nicht nur durch irgendeinen Bug. Das war gerade ein Bug.
Ich weiß nicht, ob ich den ersten Versuch auch hochlade. Allein als Fail-Folge. Vielleicht weiß ich nicht. Oh. Ich schenke dem nur gerade so dolle ein, damit ich sehe, ob der sich vielleicht nochmal bewegt. Das wäre auch ganz gut zu wissen. Denn der Balken da unten, der geht ja immer noch voll, ne? Mal gucken. Naja. Viel Schaden machen wir denn damit nicht. Außer uns selbst. Wäre nicht so gut. Ja, nicht so dicht dran. So, besser. Ja, für jeden Einzelschuss muss man noch einzeln klicken. Das ist richtig. Da hört ihr richtig, falls ihr es hört. Ja, also. Naja. Mein Weihnachtsgeschenk. Ich konnte es noch verwirklichen. Ah, ist das toll. Wie geil wäre das denn, wenn wir jetzt auch nach dem Patronen einsammeln, wiederkriegen würden? Ja, das wäre echt toll. Das wäre fantastisch. Aber halt auch, nicht sonderlich realistisch. Nicht so gedacht. Ja gut, der bewegt sich kein Stück mehr. Gut, alles klar. Das wollte ich nur wissen, ob der Helzbalken dann wieder runter geht. Der fährt natürlich wieder runter. Interessant. Kommt, zack, rum. Und naja, gut. Weiß Bescheid. So, das war die ganze Höhle. Hier ist auch nur ein bisschen Erz drin. Hier Eisen, ganz normal. Hier war eigentlich vorher auch immer was. Und da war was. Und da war was. Da war eigentlich auch immer was. Hier an dieser Ecke. Hier habe ich immer ganz heimlich irgendwas weggelootet. Und also kaputt gekloppt. Fünfmal muss man ja bloß draufkloppen und dann kriegt man es. Hier ist, hier ist jetzt Schwefel. Und, oh, das war letztes Mal so furchtbar. Das war das war so schlimm. Da war hier an dieser Stelle, hier spawnt nämlich auch normalerweise was. Hier war Schwefel. Und da kam ich nicht dran. Weil der ständig hier angerannt kam wie so ein Irrer. Gut, also, wir wollen jetzt erstmal nach Hause fahren. Mal gucken, was das mit der Blaupause auf sich hat. Beziehungsweise dieselbige erstmal wegpacken. Oh, ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt. Alter, wie geil. Wir haben den Berserker klein gekriegt. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Ach, ja. Das ist schön, die Brandfalle lassen wir mal hier. Ja, und da würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal, wir laufen sogar. Komm, wir laufen, wir haben es gerade. Wir laufen zurück zum Auto. Fahren zurück nach Hause, klatschen unseren beiden Weibern auf den Arsch, treten Scott in den Hintern und ja, weiß nicht. Und legen uns ins Bett. Weiß ich nicht. Schlafen. Also, natürlich alleine. Oh, sorry. Ja. Das wäre doch echt toll. Ach ja, wie schön. Ich habe es doch geschafft. Ich habe es halten können. Auch mit wenig Munition. Eigentlich sogar zu wenig. Zu wenig. Ich habe irgendwie gehört, einer musste 80 Mal nachladen. Das ist natürlich viel zu oft. Das ist viel zu viel. Und ich glaube, es wird gerade neblig, oder? Ich hoffe nicht. Oh Gott, es wäre schlimm. Es wäre echt schlimm, wenn es gerade es nebelt. Ach du Scheiße, es nebelt. Es fängt an zu nebeln. Oder? Nebelt es? Es nebelt. Alles klar, dann wollen wir erstmal zurück zum Auto. Wir fahren trotzdem. Wir fahren trotzdem nach Hause. Egal, was die Nachbarn jetzt hier sagen. Wir fahren jetzt nach Hause. Und wenn die uns im Weg stehen, dann fahren wir sie über ihren eigenen Haufen. Die schäbigen Nachbarn erstmal nochmal speichern. Gut, jetzt sehe ich natürlich so gut wie gar nichts. Durch diese wundervoll getönten Scheiben. Was hat sich der Entwickler bloß dabei gedacht? Als die Scheinwerfer, die sind schon so elendig dunkel und scheiße eingestellt. Und dann noch getönte Scheiben. Dann siehst du nachts gar nichts mehr. Ja, das war zum Teil auch ein ganz, ganz großes Problem. Und ja, der Bug mit den springenden Autos ist hier auch wieder da. Die springen einfach so mal eben vom Waldboden einem entgegen, obwohl da gar nichts ist. Naja. Ja, cool, haben wir es geschafft. Ah, ich bin so froh, ich bin so glücklich. Ah, das war ein erfolgreicher Tag, eine erfolgreiche Jagd. Sehr, sehr gut, Alter. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Hier, versoffene Nachbarn. Die stranzen jetzt überall durch die Gegend, besoffen sie, wie sie sind. Die versoffenen Leute. So, und dann müssen wir hier jetzt links abbiegen. So.
Die spawnen natürlich erstmal da, wo man ist, wenn der Nebel anfängt. Mal ganz schnell rein. Die auch zu... Okay. Wir sind zu Hause. Du bist da. Wo ist Kate? Scott ist da. Wo ist Kate? Kate. Die steht hier oben rum. Ja, da guckt er, wa? Da guckt er. Ich weiß nicht, was das mit dem Helzbalken noch zu tun hat hier oben. Ich sehe den wohl. Aber ist auch ein Bug. Das ist definitiv ein Bug. Ja, unser Überschussschrank. Ja, wie man sieht, ich war fleißig. Gold, sogar Zink habe ich schon eingeschmolzen, weil wir einfach so wahnsinnig viel davon hatten. Und guckt euch hier erstmal den ganzen Kram an. Ja, aus Brass und Low-Quality Metal kann man übrigens dann die Patronen herstellen. Und zwar an dem Amboss da hinten, den man von hier ganz gut durchs Fenster sieht. Der da. Der. Gut, alles klar. Wir legen uns jetzt mal kurz ein bisschen hin und lassen die Türen zu, Leute. Und dann würde ich sagen, euch noch ein schönes Weihnachtsfest. Und bis zur nächsten Staffel Mist Survival.